vom geschichtlichen Abfolge her zur Pearson-Punktur war es eigentlich so, dass im Jahr 2014, nachdem wir den Fair dann gepierst hatten, war es so, dass wir dann eine Facebook-Gruppe gegründet haben zunächst mal, um eben auch bewusst auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Und was mir immer wichtig war am Anfang, dass wir eben nicht viel erzählen, was wir tun, sondern unsere Arbeit für uns sprechen lassen. Und da war der einfachste Weg, wir lassen die Kunden sprechen, weil wir möchten eben nichts versprechen, sondern die Kunden sollen sprechen, wie es ihnen gefallen hat oder wie es bei ihnen geholfen hat, wie gut es bei ihm war. Da kann eben diese Gruppe eben jeder auch berichten über positive und negative Sachen. Die Gruppe wird inzwischen auch nur verwaltet von Kunden. Und durch diese Gruppe kam es dann eben ziemlich schnell, dass wir im Jahr 2015 auch ein bisschen Südtirol auf Piercing-Partys waren. Und dadurch haben wir dann eben auch unser Team jetzt in Südtirol kennengelernt, wozu dann der Max eben auch zu uns gekommen ist damals, im Jahr 2015 und mich auch vertreten hat in diesem Jahr, als ich im Urlaub war. Und im Jahr 2016 kam unsere Gabi noch aus der Schweiz dazu. Und so ist das Team eben stetig gewachsen. Was dann leider aufgrund einiger juristischer Problematiken mit pharmanalen Institutionen passiert ist, dass wir unsere Begrifflichkeit im Jahr 2016 dann auch ändern mussten. Bis dahin hat es das Verfahren genannt Migräne-Piercing. Dieses Wort war nicht von uns, sondern wurde eben vom Kunden so etabliert. Aber wir hatten dann Probleme mit diesen Institutionen und dann hatten wir eine Untersagung dieser Wirklichkeit, Begrifflichkeit, Migräne-Piercing, weil dieses Wort anscheinend ein Heilversprechen assoziieren würde. Und deswegen waren wir gezwungen, das Ganze umzubenennen in die Begrifflichkeit Piercing-Punktur, also abgeleitet von der Akupunktur, die Piercing-Punktur. Und inzwischen sind diese Begrifflichkeiten auch geschützt, also sowohl Migräne als auch Migräne-Piercing als auch Piercing-Punktur sind geschützte Begrifflichkeiten und stehen dann eben auch für den gewissen Standard, den wir bieten. Und es gibt inzwischen leider viele Studios, die uns eben auch nachmachen, unsere Arbeit kopieren. Aber wer die Begrifflichkeit Piercing-Punktur tragen darf, zeugt eigentlich davon, von dem entsprechenden Standard, also von dem Hintergrundwissen, von dem Hygienestandard. Und das ist uns sehr wichtig, deswegen haben wir die Begrifflichkeit schützen lassen. Und eben auch um diese Nachmacher, nenne ich es jetzt mal, dann eben auch ein bisschen, dass man das abzeichnen kann. So schwierig ist nämlich tatsächlich, dass durch diese Nachmacherei sehr viel unserer Arbeit kaputt gemacht wird. Also man muss wissen, wir haben das natürlich, als Erste waren wir die Begründer, wir haben uns damit beschäftigt, wir arbeiten mit Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten zusammen. Wir haben den ganzen juristischen Kampf ausgetragen. Und inzwischen gibt es viele Studios, die das eben dann nachmachen und teilweise unsere Arbeit zerstören, indem sie teilweise falsche Piercings stechen. So gab es zum Beispiel schon Studios, Kunden, die zu uns kamen, haben gesagt, hey, ich habe da ja auch Migräne-Piercing, hat nichts gebracht. Und als ich geschaut habe, war es ein Tragus-Piercing, also was ganz anderes. Und das passiert also häufig. Und genau deswegen haben wir eben diese Begrifflichkeit Piercing-Punktur geprägt als beschützten Begriff. Und dafür stehen dann wir eben auch. Unser Team wächst ständig. So haben wir zum Beispiel auch noch, wer heute nicht dabei ist, unseren Schünet in der Türkei inzwischen. Und wir bilden natürlich auch weiterhin noch Piercer aus. Zum Beispiel, wenn wir demnächst auch jemanden haben, der Italien noch weiter vertritt, in Rom. Und so wachsen wir eben ständig. Ja, wie ist die Piercing-Punktur entstanden? Von dem geschichtlichen Ablauf war das ein bisschen lustig. Also ich bin damals über einen Artikel gestolpert, da wurde ich mehrfach verlinkt im Internet, wo Leute berichtet hatten, dass eben nach diesem Dive-Piercing, was ich gestochen hatte, keine Migräne mehr hatten. Und das erste Mal habe ich das ein bisschen abgetan, habe auch gesagt, ja, alles gut. Und dann irgendwann, nachdem ich 30 Mal verlinkt wurde, innerhalb eines Tages, habe ich mich dann genötigt gesehen, da was zu schreiben dazu und habe geschrieben, ja, es basiert wahrscheinlich auf Akupunktur, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Und nachdem ich dann der Pferd angesprochen hat darauf, habe ich mich dann mal näher damit beschäftigt. Aber das war ganz witzig, weil er mich dann angeschrieben hat und hat gesagt, du, ich habe alles probiert, ich will es probieren. Ja, es war so, ich habe den Bericht gelesen auf Facebook. Für manche mag das ja vielleicht ein bisschen lustig sein oder sonst was, aber wenn man wirklich Migräne hat, dann greift man nach dem letzten Strohhalm. Ich habe ihn sofort darauf angeschrieben, habe gesagt, du Steve, mach mir bitte die Piercings rein. Egal wie, mach sie mir rein. Da war noch alles ganz jung, wir wussten keine ja, wie Ahnung, wir das machen sollten. Wir haben im Internet noch geschaut, ja, wo genau das rein muss und so, ja genau. Und dann war ich im Studio bei ihm, er hat es reingemacht. An dem Abend war dann alles noch ziemlich okay. 3 Monate später hat er Geburtstag gehabt, hat er ihm zum Geburtstag geschrieben, oh Steve, ich fühle mich wirklich wie neu geboren, es ist ausgewechselt, ich habe keine Migräneattacken mehr gehabt oder sonst was, dass ich ihm sehr dankbar bin. Und er hat mich dann noch gefragt, ob er das veröffentlichen darf, diesen Text, was ich geschrieben habe. Und das war eigentlich dann dieser Schub, der alles nach vorne gebracht hat. Dann ging es nämlich los. Und nachdem du mir dann geschrieben hattest eben, habe ich gedacht, okay, irgendwas scheint dran zu sein. Und habe dann mal eben meine Kunden gefragt, du, hast du vielleicht Migräne? Wenn ja, darf ich was testen? Kostet doch nichts, die wird mal was probieren. Und habe dann eben bei diesen Kunden speziell diesen Punkt nochmal gestochen, diesen Bereich. Und siehe da, es waren tatsächlich sehr gute Ergebnisse. Und das war eigentlich der Anfang von dem Ganzen. Und das Ganze verdankt mal ich dem Pferd, weil ich selber muss gestehen, ich habe mich zwar fand es interessanten Artikel, hätte aber wahrscheinlich dann
wäre nie drauf gekommen, da eben das was zu machen. Bis er gesagt hat, es ist mir egal, ich will das probieren. Und das war eine Seiteninitiative und daraufhin haben wir uns beschäftigt dann damit. Und dann haben wir natürlich als Erste uns mit dem Thema auseinandergesetzt und haben dann eben weiterentwickelt, entwickelt und gesagt, okay, was passiert da? Wir brauchen Leute im Team, wir brauchen Ärzte, Heilpraktiker. Und das ist eben auch der große Unterschied zu vielen Nachmachern. Ne? Also wir haben uns jetzt seit 6 Jahren fast intensiv damit beschäftigt, arbeiten wirklich mit Medizinern und Profis zusammen, um uns weiterzubilden. Und vor allem haben wir eine riesengroße Gruppe in Facebook mit fast 20.000 Leuten, wo eben unsere Kunden uns regelmäßig Bericht erstatten. Das heißt, wir lernen jeden Tag mit jedem Kunde mit dazu. Und das kann man eben nur, wenn man nah am Kunde ist und eben mit so einem guten Kontakt hat. Und das ist der große Unterschied, eben, den wir zu vielen anderen Nachmachern hier haben. Natürlich beobachten auch die uns und versuchen es nachzumachen, aber es fehlt natürlich das Hintergrundwissen ganz oft. Das ist uns ansonsten nur Piercings und es sind nämlich nur Piercings. Und wenn man genau ist, ist es Piercing auch nicht das Dive-Piercing, was leider sehr oft gestochen wird, sondern ein bisschen anders versetzt. Deswegen ganz oft das Dive-Piercing selber ist eben nicht das entsprechende Produkt.